Einen wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen bei Teil 2. Jetzt behandeln wir die Rückrunde im Spielplan von Hannover 96. Also am 18. Spieltag geht es ins Waldstadion Kaiserlinde, nämlich nach Elversberg. Elversberg liegt zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern. Also auch wieder eine Fahrt von 6,5-7 Stunden. Jawohl, fahren wir mal gleich Ende Januar tief weit in den Westen und so, der 19. Spieltag ist klar, Nürnberg kommt zu uns. Können wir ja mal gucken, wie das Hinspiel war, dann sehen wir auch, wie das Rückspiel wird. Ne? Wir haben ja grandios in der letzten Saison die Rückrunde natürlich grandios gespielt, aber darüber, das ist ein anderes Thema. Also Nürnberg am 19. Spieltag. Der 20. Spieltag ist erneut ein Heimspiel. Nämlich da kommt Hansa Rostock von der Ostsee nach uns runter. Das wird wieder ein sehr schönes Spiel, weil dann wird die Südkurve wieder sehr voll werden. So Vereine wie Magdeburg, Rostock und diverse andere auch später im Spielplanverlauf dann Hertha BSC Berlin. Das ist dann auch... Ne, das sind so Mannschaften, die haben dann relativ große Fangemeinden mit. Und da sind dann nicht nur die angedeuteten 5.000, die da kommen dürfen, sondern da kommen dann mal ein bisschen mehr. Aber das haben wir ja hier in Hannover schon öfters gehabt. So, am 21. Spieltag ist dann ein Auswärtsspiel. Nämlich da fahren wir dann nach Hamburg. Nämlich statt auf den Kiez in der Hinrunde fahren wir in der Rückrunde dann zum Volksparkstadion zu unseren Freunden vom HSV. Gucken wir uns das da an. Mal gucken. Ich werde möglicherweise da dabei sein. Weiß ich noch nicht. Organisatorisch, wie gesagt, wie im ersten Teil muss man das ja früh genug planen. So, weiter geht's. Das nächste Heimspiel ist dann gegen Greuther Fürth am 22. Spieltag. Das Frankenland kommt zu uns. Am 23. Spieltag geht es an die Bremer Brücke nach Osnabrück. Und da kann ich euch sagen, egal was passiert, da bin ich wieder mit dabei. Also Osnabrück ist so ein Spiel in meinem Terminkalender. Egal wann das ist, ob es Freitag 18.30 Uhr oder Samstag 20.30 Uhr ist. Osnabrück werde ich hinfahren, egal wie. Es wird definitiv stattfinden. Und wenn ich da alleine im Block stehe. Aber dahin will ich, das Ding will ich mir definitiv angucken. So, das nächste Heimspiel ist dann am 24. Spieltag. Da kommt Toten Hosen kommen dann zu uns, nämlich mit dem Fortuna Düsseldorf. Zu uns in die heimische Heinz von Heiden Arena. So, der nächste Spieltag ist dann auswärts bei Wien Wiesbaden am 25. Spieltag. Ja, mal gucken, ne? Das werde ich definitiv nicht besuchen. Da ist mir die Entfernung zu weit. Der 26. Spieltag, dann kommt die Pfalz zu uns, nämlich Teil 2 in der Rückrunde. Nach Elversberg kommt jetzt der erste FC Kaiserslautern zu uns. Auch bei dem Verein ist es wieder so, dass die Südkaiserslautern-Fans ausgebreitet ist. Denn auch die Kaiserslautern, auch der 1. FCK hat immer eine gute Fanbasis, die mitkommt. Und da freue ich mich schon drauf. Das ist dann der 26. Spieltag. Am 27. Spieltag geht es definitiv nach Magdeburg. Ja, und das ist normalerweise für mich auch so ein Termin, wo ich gerne hinfahren würde. Allerdings steht es in der Rückrunde die Frage Magdeburg oder Olympiastadion Berlin, was wir ja dann später im Spielplan noch erwarten, auch als Auswärtsfahrt, weil ja Hertha zuerst in der Hinrunde zu uns gekommen ist dann. Das steht noch so auf der Kippe, ob ich Magdeburg mitmache. Da tendiere ich jetzt schon in der Frühphase, wo die Saison noch gar nicht begonnen hat, tendiere ich schon dazu, dass ich eher zum Olympiastadion nach Berlin fahren werde als nach Magdeburg, aber organisatorisch und möglicherweise eventuell bla 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 steht in den Sternen bei irgendeinem auf dem Blatt Papier. Also Magdeburg ist noch ein Fragezeichen. Der 28. Spieltag, da kommt dann der Ruhrpott nach Hannover, nämlich mit Schalke 04 und auch das ist wieder ein Spieltag oder ein Verein aus dem Ruhrpott, wo die ja Fans etwas zahlreicher nach Hannover kommen werden, also da werden auch etwas mehr als 5.000 Fans wohl kommen. Als nächstes ist dann Topspiel
Am 29. Spieltag Niedersachsen-Derby Teil 2. Diesmal bei Braunschweig. In der Kloake. Ne? Also, Derby-Time Teil 2 am 29. Spieltag. Der Kiez kommt am 30. Spieltag nach Hannover, nämlich St. Pauli. Ja, da wo ich hinfahre, die kommen natürlich dann auch mal zu uns. Am 30. Spieltag ist das dann der Fall. Das ist irgendwann Mitte April. Am 31. Spieltag ist dann das Spiel, wo ich hinfahren werde. Höchstwahrscheinlich zu 80% Auswärtsfahrt nach Berlin zum Olympiastadion. Also das werde ich mir wohl definitiv nicht entnehmen lassen. Da fahre ich auch die 3 Stunden rüber nach Berlin. Dann der 32. Spieltag, da kommt dann Ostwestfalen zu uns, nämlich Paderborn. Ja, ne, aus dem anderen Video kennt ihr ja meine Meinung zum Hinspiel. Das Rückspiel wird dann bei uns am 32. Spieltag sein. Der vorletzte Spieltag in der Rückrunde in der Saison wird dann Anfang Mai höchstwahrscheinlich der Karlsruher SC mit dem Wildparkstadion sein, nämlich eine Auswärtsfahrt. Und damit ist es natürlich auch feststehend, dass wir wieder mal ein Heimspiel gegen Holstein Kiel haben. Ja, was wir in der Hinrunde natürlich als Auswärtsspiel haben, haben wir am Ende natürlich als Heimspiel. Wie es auch immer gekommen ist, ich weiß nicht, was der Computer da ausgerechnet hat, aber wir haben es bekommen. Naja, haben wir halt. Ja, und damit, das Spiel ist übrigens am Sonntag, den 19.05.2024 um 15.30 Uhr. Also der letzte Spieltag steht ja schon fest. Ja, damit soll es das gewesen sein. Das war der Spielplan von Hannover 96, meine persönliche Meinung dazu und was ich so dazu meine Sage tue. Und alle weiteren Informationen bezüglich Auswärtsfahrten, bla bla bla, wohin ich fahre, was ich mache, kriegt ihr definitiv über meine Social-Media-Kanäle, Instagram, YouTube und so weiter. Alles, was da rumläuft, läuft auch bei mir rum. Und Informationen zu Auswärtsspielen und so weiter kriegt ihr ja dann sowieso. Alle Spiele, die ich natürlich begleite, werden dann natürlich als Spielberichte auch bei YouTube online kommen, ist klar. Was für ein Format, wie und was und wo, das werde ich euch dann nochmal in einem gesonderten Video näher erklären, aber ansonsten alles, was ich nicht miterlebe, alle Auswärtsfahrten oder alle Spiele, die ich auswärts nicht mitfahre, da werde ich mir was einfallen lassen, dass ihr da auch ein kleines Video oder ein Feedback bekommt oder was auch immer. Ein Livestream wird es nicht geben, wie viele ja machen, so Live-Reaction oder so, nein, das wird es in erster Linie bei mir erstmal nicht geben. Da habe ich dann lieber diese Zusammenfassungsvideos, wo ich dann 3, 4, 5 Minuten was dazu sage oder so und dann passt das schon. Gut, ich wünsche euch erstmal eine angenehme Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren, Kommentar lassen, liken, ihr wisst ja das ganze System. Ich würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Euch eine angenehme Zeit und wir hören uns dann nach dem ersten Spieltag, das ja am 29.07. jetzt am Samstag gegen Elversberg stattfindet. Danach hören wir uns auf jeden Fall wieder und dann werdet ihr auch, denke ich mal, die ersten Bilder der neuen Saison finden und sehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Zudem weiß ich, wo das liegt und wie weit das entfernt ist. Und das ist wieder eine Fahrt von 4 Stunden, 5 Stunden. Nur die reine Fahrt, ohne die Aufenthalt vor Ort. Nein, danke. Werde ich nicht ausüben. In der Scheiße. Muss ich rausschneiden. Karlsruher See. Und dann gucke ich, wie es weitergeht. Mal gucken, vor allem erstmal später, wann. Also das ist wieder so zu einer Zeit, wo auch wieder wärmer ist. Und ich mir in dicken ich hatte es ja letztes Jahr in Kiel, Winterjacke an. Das ist dann oben an der Ostseeküste. Ist das dann Schleswig-Holstein, Kiel, ihr kennt es ja. Ja, ist es nicht ganz so angenehm, aber 31. Spieltag ist dann schon wieder etwas wärmer im Jahresverlauf.